Weiter geht's mit derselben Sache. Noch ein. Naja, jetzt wird's spät. Ich weiß. Bin doch auch schon auf dem Heimweg. Mach den Augen. Ich sehe den Leuchtturm. Der ist da. Das heißt, da geht's auch nach Hause. Ja, da können wir uns jetzt ein bisschen eilen. Aber wir können eigentlich auch hier anhalten, ne? Sind wir eigentlich. Was? Was ist denn jetzt? War ich zu lange zu schnell? Ich hab's nicht mitgekriegt. Keine Ahnung. Ich war wahrscheinlich zu lange zu schnell. Ich bin nämlich nirgends vorgefahren. Oh, wird doch ganz schön dämlich. Aber hey. Wir fahren im Schneckentempo nach Hause. Ah, mein Licht geht aus. Ganz toll. Hab's wieder angeknipst. In dem Fall kriegt er mich jetzt nicht. Wir docken an. Wir gehen zur Schiffsbauerin. Wir reparieren unseren Motor für 30 Tacken. Wir gehen zum Fischhändler, verkaufen unseren Thunfisch. Wir ruhen uns aus. Nee, warte mal. Leg nochmal an. Ich weiß nicht, was ich hiermit mache. Mein Lager. Was mache ich damit? Sollte man besser nicht in der Nähe seiner Augen. Keine Ahnung, ob man das braucht. Klingt irgendwie so, als könnte man damit irgendwas anfangen. Aber nur weil es so klingt, heißt ja nicht, dass es auch so ist, ne? Dann gehen wir mal ein bisschen gucken, ob ich hier noch irgendwas kriege, was mir was weiterhilft. Hier ist Holz, glaube ich. Gut, das holen wir erstmal ran. Das bringt uns nämlich Vorteile. Jawohl, eine Holzplanke. Danke, das reicht erstmal. Das ist auch recht. Wir wollen es auch nicht drüber treiben. Dann kann man hier noch ein paar Fische, könnte man holen. Dann gibt es das Auffisch hier und das Auffisch in dem Fall. Aber hier gibt es noch mehr Holz. Hervorragend. Dann machen wir das jetzt auch schnell. Ja, redet so, ist ja schiebe. So. Ah, ich habe ja nur mein Licht ausgewählt und nicht meinen Beschleunigungsapparat. Was gibt es hier? Irgendeinen Aal? Fahren wir mal hier rum. Hier ist auch irgendein Plattfisch unterwegs. Hier da hinten war der so komische mit seiner Schlangenmakrele, glaube ich, ne? Wo ich auch nicht so richtig weiß, wo ich die kriege. So, hier haben wir Stoff. Hervorragend. Dann holen wir den auch noch. Ja, den machen wir dahin. Kurz anhalten, kurz rumdrehen. Hier gibt es noch mehr Sachen. Das könnte Metall sein. Prima. Das ist klasse. Dann platzieren wir das da. Und dann können wir danach wieder nach Hause fahren. Oh, gab es sogar einen Forschungsteil. Wir können noch nicht nach Hause fahren. Oh, das wird schwierig. Aber nicht, dass ich umräumen kann. Ich kann das da. Nee, das kann ich nicht. Kann das hier hindrehen. Hier hin. Das dahin. Doch, ich kann es mit. Irre. So, wo ist der Leuchtturm? Der ist auf der anderen Seite. Ja, lass mich da mal in Frieden. Ich höre schon den teuflischen Kahn kommen. Killer Kowalski ist am Start. Naja,
Meldet auf Zünder, Junge. Ich habe hier wichtige Aufträge. Aus ins Trockendock. Ja. Ah, da habe ich ein Holz zu wenig von. Schade. Aber okay. Aber da habe ich auch kein Holz für. Auch schade. Aber egal, ist nicht schlimm. Wir können das hier erstmal alles einlagern. Ja. Wichtig ist, dass man es hat. Das ist das Entscheidende. So, jetzt pass mal auf. Wir können auch nochmal die Forschung weiter vorantreiben. Da können wir hier beim Motor den zweiten reinmachen. Dann gehen wir schlafen. Und dann geht es, ja, es wird spannend. Es geht am nächsten Tag genauso weiter. Auf der Suche nach Klamotten, die zur Forschung dienen. Da schwimmt was im Wasser. Das gehe ich holen. Exakt hier. Egal was es ist, wir nehmen es mit. Ein abgetragener Goldring. Ach, immerhin. Wir können die anderen Sachen bestimmt zu diesem Knaulner bringen. Kann ich mir vorstellen, zumindest. Das sieht aus wie Stoff. Holz wäre mir lieber, wenn ich ehrlich bin. Aber was willst du machen? Besser als nix. War es auch schon wieder damit. Eben rum. Und tuckern weiter. Und dann gucken wir mal ganz gezielt, dass wir vielleicht jetzt Holz kriegen. Das wäre mir ganz recht. Wenn wir Holz kriegen. Holz, Holz, Holz. Das ist so ein Schwertvieh. Da schwimmt auch irgendwas rum. Was ist denn hier? Das sieht aus, als wäre es Holz. Wunderbar. Einmal andocken und das Holz. Da ist der Bestand Mittel. Das heißt, es gibt vielleicht mehr als eins. Wir legen das da unten hin. Ja, beim Stapeln. Da gibt es direkt drei. Das ist toll. Das wird mich weiterbringen. Ganz ehrlich, das wird mich weiterbringen. Es gibt noch einen Forschungsteil. Okay, auch gut. Will ich mich nicht beklagen. Wir dredgen weiter. Ah, es ist schon wieder sehr spät. Okay. Ich dogge ab. Suche meinen Leuchtturm. Und versuche... Ja, ich meine nicht so schnell. Wenn ich so schnell mache, ist schlecht. Wenn das mal hier... Oh, da kommt der Kahn. Der Teufels, das Teufelsschiff. Es ist unterwegs. Ich habe es aus dem Augenwinkel schon gesehen. Ich werde von ihm verfolgt. Hi ho, hi ho. Ich glaube, wenn es mich rammt, ist schlecht wahrscheinlich. Ne? Ich würde es gerne ausprobieren, wenn ich ehrlich bin. Es hat sicherlich, da kommt man sicherlich nicht zurück. Nee, ich denke nicht. Wie viel Geld habe ich denn noch? Jo, mach das. Und dann kannst du auch das machen. Und jetzt haben wir für den Rumpf, guck mal, das ist ja gut, da haben wir gleich den Stoff dabei, das ist hervorragend. Da muss ich auf mein Lager. Da ist noch mehr Stoff. Und dann haben wir da Metall. Und Holz bräuchte ich. Und dieses komische Zeug hier, veredeltes Metall. Da weiß ich leider nicht, wie es wird. So, was sieht uns jetzt bei uns jetzt aus? Es sieht jetzt anders aus. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Platz, habe ich das Gefühl. Okay, wir könnten dann nochmal in den Forschungstrakt investieren und zwar hier den Motor aufhübschen und dann schlafen wir eine Runde und dann muss ich ein bisschen Fisch fangen, weil ich muss mir die Mangrovenroute kaufen.
Die, warte mal, die müsste ich dann wahrscheinlich hier kaufen, ne? Was kosten die? 297 Taler. Und die kann ich, oh, die könnte ich dann zusammen mitnehmen. Wobei ich das nicht glaube. Wenn ich da richtig sehe, brauchen die dann... Warte mal, ich habe doch so eine im Lager. Also so eine. Wisst ihr, die braucht dann so über Eck. Das kann ich dann zwar dahin machen, aber dann kann ich keine weitere dazu machen. Das waren die Frachtplätze, ne? Und das hier sind die Angelplätze. Da gibt es dann den neuen Rumpf. Was brauche ich denn da? Da brauche ich auf jeden Fall Holz, 800 Taler und dieses veredelte Metall, wo ich nicht weiß, wo ich es bekomme. Warte mal. Ich fahre jetzt erstmal rüber nach Kleinmark. Ich glaube nämlich, dass man da diese Sachen aus dem Lager einfach verkaufen kann. Ich mache das jetzt einfach mal. Keine Ahnung, ob das richtig ist oder falsch. Es ist mir eigentlich auch egal. Weil ich es nicht weiß, ob man es braucht oder nicht. So, mein Lager. Holt es mal raus. Das ungeübte Auge sieht man nur Müll, aber es handelt sich um hochwertiges Metall. Dafür findet sich sicher ein Käufer. Also ja. Dann kann ich das bestimmt auch verkaufen. In diesem kleinen Talisman wurde ein Symbol der Tiefe eingraviert. Ich versuche mal. Und das kann man ja hier verbauen. Keine Ahnung, was das heißt. Ich weiß es nicht. Oh, wir können den auch einbauen. Tja. Einfach machen. Kann man das irgendwie... Na egal. So, ich muss mal zum Händler hier. So, kann man verkaufen. Ciao. So, Dile. Dann verlassen wir Kleinmark. Mein Kahn wird immer fixer. Und dann weiß ich nicht mehr. Gucken wir mal vielleicht hier vorbei. Ne, vielleicht. Ja, eine Blaumakrele. Das wird uns Verstand auf jeden Fall. Das wird uns auf jeden Fall das nötige Kleingeld bringen, so eine Blaumakrele. Ganz klar. Das ist auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall erfolgsversprechend sein. Macht es vielleicht einfach die Menge am Ende des Tages? Nein, keine Ahnung. Egal. Hauptsache. Oh, da kann ich irgendwas. Da gibt es irgendwas Geiles hier. Da gibt es was Geiles. Das nehmen wir mit. Können wir vielleicht wieder bei diesem Händler verticken? Das wäre super. Was gibt's? Ohrringe. Ach, hervorragend. Also ich habe auch Krabbenkörbe, ne? Die machen ja, die dümpeln ja auch noch hier rum. Das habe ich ja gänzlich vergessen. Ah, da ist so ein Riesenvieh drin. Nimm mit. Und hier? Leer. Mich einsammeln. Nötigt Reparatur. Naja. Mal gerade gucken. Nee, mehr kann ich nicht mitnehmen. Ist ein Problem. Ich muss mal zurückkommen. Früher oder später. Eiland geht das ab. Ab geht die Luzi. So, jetzt hier. Ganz vorsichtig, wir müssen nach Hause. Ah. Das läuft. Was hatte ich denn jetzt? Ah, genau. Ich wollte den Korb reparieren lassen. Schiffsbauer. So, Korb ist repariert. Dann zum Fischhändler. Dann verkaufen wir alles. Hm, dieses rote Licht habe ich schon länger nicht mehr gesehen. Ich frage mich, was das war. Ja, weiß ich auch nicht. Wir pennen. Einfach machen. Und ablegen. Und ab geht's. Oh, oh. Nicht antützen.
Wir haben ja jetzt noch den O-Ring, aber der O-Ring, der nimmt jetzt nicht so viel Platz weg. Vielleicht habe ich, ich fahre mal weiter. Nochmal hier hinten gucken. Bei der Krabbentante. Erstmal können wir dann vielleicht den Korb über Bord schmeißen. Das wäre eigentlich eine nette Sache. Wo ich auch vergessen habe, wie das geht. Hat das nicht was mit E zu tun? Genau. Ciao. So. Dann haben wir... Moment, das war's. Ja, das wollte ich haben. Dann wollte ich hier andocken. Ah, da gibt's Stoff. Ah. Stoff ist jetzt nicht unbedingt das, was ich erwartet habe und auch nicht das, was ich unbedingt wollte, aber hey, was willst du machen? Kannst ja nicht ändern, ne? So, der ist auch schon erschöpft, der Bestand. War nicht so viel. Hier gibt es noch ein bisschen Metallsachen. Da hinten ist noch ein bisschen Holz. Das wirkt gut. Das wirkt gut. Ich frage mich allerdings, wo man diesen Edelstahlrotz nochmal herkriegt. Das habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Man das auch bei den Metallsachen kriegte. Ah. Ja, das ist immer so eine Sache. Ich nehme ja mehrere Folgen am Stück auf. Also, selbst wenn man jetzt in die Kommentare schreibt, dann lese ich das wahrscheinlich nicht früh genug. Aber ey, könntest du trotzdem mal die Kommentare tun. Vielleicht ergibt sich da ja was. So, jetzt ist mein Laderaum voll. Komme ich hier hin und kann an mein Lager ran? Das wäre toll. Da würde ich mich freuen. Wenn das wohl ginge. Er sieht schlecht aus. Ich kann zur Architektin. Hey, danke, dass du mir hilfst, wegzuziehen. Ich habe es geschafft, mich hier einzurichten. Das habe ich beim Auspacken gefunden. Nimm du es doch bitte. Sie gibt dir ein Buch. Der Einband ist staubig. Sonst ist es in gutem Zustand. Wenn du je hier andocken oder etwas lagern willst, dann komm zu mir. Oh, ich kann was lagern. Geil, danke. Das finde ich supi. Danke, danke. So, jetzt kann ich hier pennen. Das ist auch supi. Finde ich super. So, wir docken ab. Und sammeln gleich direkt das Holz ein. Das Holz, das Holz, das Holz. Ja, da müssen wir das halt hinstellen. Das ist durch diesen Motor jetzt ein bisschen blöde. Aber egal. Schnelles Vorankommen ist auch nicht unwichtig. Mit Plätze nimmt man das ein. Ah, exakt 3, dann kann es ja da hin. So, und dann fahren wir mal hier rum. Und dann gucken wir mal hier. Ich weiß nicht, ob ich hier schon mal war. Doch, war ich bestimmt schon mal. Was kann man denn hier fangen? Das sind Plattfische. Plattfische muss nicht sein, die nehmen viel Platz ein. Hier könnten wir einen großen Fisch fangen. Wie viel Platz nimmst denn du ein? Relativ viel und davon kann ich auch noch mehr als einen fangen. Aber das gibt bestimmt auch viel mehr Geld. So, Moment, ich muss dich kurz zwischenlagern. Ich muss erstmal gucken, wie ich das jetzt hier einsortiere, dass ich mit dir klarkomme. Also, warte mal. Wenn ich das so mache, passt nicht, ne? So auch nicht. Wir könnten es so machen. Okay, da muss aber der O-Ring da weg. Den können wir ja hier unten hin machen. Und dann passen da zwei rein. Das ist ja perfekt. So, dann können wir nochmal hier rumrudeln. Rudeln. Oh, rudern. Und dann gucken wir mal, was es hier noch so gibt. Hier gibt es auf jeden Fall noch das hier. Keine Ahnung. Da gibt es Schätze. Ah, ich glaube, das Edelstahl gab es auch bei diesen Spots hier, ne? Oder? Ich weiß es nicht mehr. Eine Silberplatte legt mich doch fett. Du willst mich doch verarschen. Die kann ich doch nicht mehr mitnehmen. Lass mich kurz gucken. Nein, nein. Würde gehen, wenn der Motor da nicht drin wäre. Dann würde es gehen. Oder das Ding. Dann könnte man das eins weiter nach links. Okay, ich kann sie nicht mitnehmen. Dann war ich nach Hause und kaufe traurig meinen Fisch. Dafür müsste ich aber erst den Leuchtturm finden. Was ist denn da? Da glitzert es. Oh. Inspizieren. Der Stein summt leise und lässt dich durch umgebende Luft, die dich umgebende Luft vibrieren.
Auf seiner Oberfläche flackern zarte Formen, die verschwinden, sobald du sie näher betrachten willst. Dann leg mir doch mal die Hand auf. Der kalte Stein reagiert nicht auf deine Berührung. Okay. Das muss bestimmt irgendwer anderes anfassen. Einer, der erotischer ist als ich. Oder ein Nee vielleicht. Vielleicht. Oh, erschreck mich doch nicht so, Dicker. Mann. Oh, das ist ein Herzinfarkt, Alter. Was soll das? Ich bin ein älterer Mann. Und sie nicht machen. Kannst du nicht machen. Ah. Andocken und dann weiter gucken. Wie weit wir jetzt gekommen sind. Brauche ich nur Edelstahl, das wäre gut.